Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Omnibus 2, der Omnibus Simulator. Mal wieder auf der Karte Berlin X10, Linie 602, die zweite. Und die letzte. ab Havelstraße fahren wir dann die 601 zurück zur Waldschenke. Heute unterwegs mit Wagen 4482, einem Scania Citywide GN14. Mit der Werbung, wir finden auf die Größe kommt es doch an. Typisch Berlin. Unsere neuen Busse bieten Platz für 99 Fahrgäste. Ich wette mit euch, da passt noch ein 100er rein. Ja, heute geht's wieder mit dem Knixel Gaming. Ja, dann würde ich mal sagen, steigen wir in die gute Kiste ein. Meine Leute, weil du vorhin sehr abgehakt warst bei mir, sag ich nochmal für mich. Wir fahren hier auf der 602, dem IN02 aus dem Berliner Buspack, was derzeit sich noch in Arbeit befindet. Das heißt, es gibt keinen Download, Beta-Anfragen oder Release-Anfragen oder sonstige Anfragen, werden kommentarlos gelöscht. Kennt er, glaube ich, schon mittlerweile. Genau. Wir fahren heute, ja genau, 602 Action Safe von heute mit Wagen 1324. Mit der Skonto-Möbel Sofortwerbung. Und bin gespannt. Ich muss hier mal langsam abfallen, es wird hier gleich wieder ein Stau. Ich wollte eigentlich erst mit dem GN13 fahren, aber habe ich mir gedacht, nee, der hat die Wagennummer nicht. 602 000. Stehst du an 5? Nee, ich stehe genau da, wo du jetzt auch stehst. Bloß ein bisschen weiter vorne. Ja, toll, die 623 fährt nicht. Super, moin. Super, moin. Ich fahre nur dummer Bus. Dummer Hund. Und ich bin ein dummer Busfahrer. Ja, schön, wie soll ich da denn jetzt bitte reinfahren, ihr Vögel? Echt. Ja, wieder Berliner Busfahrer hier, super. Oh, sie Graffiti! Was ist das? Was hast du gemacht? Auf den ersten Blick sieht das hier zweideutig aus. Alter, was habt ihr da gemacht? Was ist das? Ich bin da wohl gegengefahren. Weißt du was? Ich. Ja, ich glaube, ich kann mich am Bussteig 1 gar nicht hinstellen. Ja, ich habe die Kollision ausgemacht, damit ich jetzt eben hier durchfahren kann, damit die Vögel hier mal aus dem Weg fahren. Die Vögel. Ich kann hier erstmal stehen. Ich muss erstmal gucken, wo ich bleiben kann, weil irgendwie. Ich habe 52, glaube ich, hier Abfahrt. Und 1. Ja, 52. Muss ich schauen, wo ich bleiben kann. Mhm. Toll, und die Sonne blendet mich dann natürlich. Was kommt denn an? Okay, als erstes kommen wir. Naja, gut. Aber wenn das Teil überhaupt noch funktioniert, wenn das Ding gar nicht mehr auf dem Boden steht. Ja, ne? Eine sehr realistische Sache. Also bei mir steht das Ding hier noch. Ja. Ja. Das Ding steht bei Knixel auf dem Kopf. Ja, ich nehme schon wieder die Vorfahrt. Genauso wie am Anfang. Schwul. Also das ist jetzt mit. Also für die, die es nicht wissen, das ist jetzt mittlerweile schon mein dritter Aufnahmeversuch, weil die letzten zwei Sachen einfach. Nein, bleib stehen, du Hurensohn! Bleib stehen! Du auch noch? Ja, natürlich. Hätt's gedacht. Wer hätt's gedacht? Mit Knixel Gaming. Ja. Ich glaub, so nenne ich mein Video. Wer hätt's gedacht? Ich stelle mich da jetzt nicht mit Absicht vor. Ja, super, toll, sein. Dritte Tür. Danke, du blöder Pisser. Nee, ja, wollte schon sagen. Ich weiß schon, was er sagen wollte. Ja. Deine Zuschauer wissen es, glaube ich, auch. Boah, diese Hupe, Alter, die bläst dir das Gehirn weg. Ja, schön, KI, ihr seid doch echt Vollidioten, ihr... Mal eben kurz KI neu laden, sonst kommen wir ja da nie durch. Genau, Leute, komm mal nach vorne. Ich stelle mich ja nicht zu dem alten Schild vor. Das ist 699. Ja, super, moin. Ja, geil, ich glaube, ich darf mich schon fertig machen. Ja!
Super. Super, super. Ich würde mal sagen, also ich sag mal so, das Halbsternschild steht da schon seit circa 2 Minuten und es wackelt immer noch durch die Gegend. Und ich glaube, das wird auch noch in 3 Stunden durch die Gegend wackeln. Nun, drück doch mal F11. Genau, in Berlin ist jetzt ein sehr, sehr warmer Tag. Da können wir auch mal eben kurz die Fenster öffnen. Die Fenster mit Omsi Let's Play TV. Fahrzeugklimatisiert, das interessiert mich ein Scheißdreck. Schade, dass man die Sitze hier nicht runterklappen kann. Ja, schön, da hat jemand gedrückt. Das war ich. Ja, habe ich doch gesagt, drück mal 11.11. 11.11. Davon geht nur der KI-Verkehr weg. Wollen wir auf 49 stellen, wa? Ich bin jetzt gerade auf 5. 50, okay, alles klar. Müll. Müll. Machen wir mal unser Fenster hier zu. Will da noch jemand einsteigen? Jo, moin. Guten Tag. Ich hätte gern einen normalen Fahrschein. Einen normalen Fahrschein. 240. 246, 67, bitteschön. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Was denn? Was denn? Die Rampe geht nicht raus. Die Rampe geht nicht raus. Ja, wofür willst du denn auch eine Rampe rausmachen? Mann. Mann. Stahnsdorfer Hof. Stahnsdorfer Hof. Was falsch? Ja, scheiße. Bin über Rot gefahren. Böse haben sie Let's Play TV. Jetzt geht die Tür nicht mehr auf, wa? Jetzt geht die Tür nicht mehr auf. Tja, weil du die Rampe rausgefahren hast. Ja. Aber die muss doch wieder aufgehen, die Tür. Das hat doch nichts mit der Rampe zu tun. Doch. Wegen den Kontakten. Deine Mutter hast einen Kontakt, Alter. Und deine Mutter hast eine Warnblinkanlage. Leute, das ist ein Insider. Bitte nicht nachfragen. Du jetzt allen möglichen Müll hier, ne? Müll. Sonst entlüfte die Tür mal und mach sie dann auf. Kannst du mal erzählen, wie du. Ach so. Ach, daran hat er gar nicht gedacht, der Herr. Das muss man als Busfahrer wissen. Ich bin aber kein Busfahrer, ich bin schnell und lang. Ach, kacke, jetzt kann ich die Tür nicht aufmachen. Ja, ich kack. Die Tür hier, ja. Die kann man auch gar nicht aufmachen. Zack, zack, hey! So, dann. Ich mach jetzt die Rampe zu, guck auf die erste Tür. Soll ich das zwei Rampen gleichzeitig auf und zu machen können? Wuhu! Die Rampe hab ich nicht rein. Hey. Geil. Die Tür aus ist auch irgendwie gar nicht richtig auf.
Ja, es ist schlecht. Schreie auf, Kacke! Ich krieg die Krise! Ich auch, Alter. Ich auch. Ah, wo jetzt? Ist es zugegangen. So. Oh! Oh, die Tür ist zugegangen. Tür? Die Rampe ist reingegangen. So, jetzt können wir losfahren. Ja, du bist mittlerweile bei 2 Minuten Verspätung oder so. Ja, fast 2. Schön, moin, Alter. Rückwärts fahren mit dem Scania. Ja, fahr vorwärts. Ah, bist du wieder im Schiedszentrum? Nee, wieso? Ich bin gerade Stahnsdorfer Hof. Also ich bin da rechts abgebogen und jetzt bieg jetzt links ab. Ich stand an der Ampel. Tellstraße. Schön, dass ihr hier nicht Gas geht. Ja, schön. Warum bremst du denn auch, ey? Du musst mal ein bisschen Zeit aufholen hier. Ja, wie viel gibst du denn, Junge? 80. Oh, Junge, Alter. Zwischen Ballschenkel und Startsauber kann man das mal ruhig durchziehen. Beruhigt. Bremst du jetzt auch noch? Ja, super, der bremst ja auch noch, ey. Was für ein dämlicher Volltrottel. Natürlich ist die Panne an der zweiten Tür natürlich vollkommen normal. Der Bus, der ist jetzt auch mittlerweile schon 15 Jahre alt, der darf das. Ich weiß nicht, warum die BVG nach 2002 ein Fahrzeug gab, wenn wir schon längst 2005er haben. Auch dieses Jahr schon gehen. Ja, weil wir Gasbusse haben und die ein bisschen wartungsfressender sind. Ja, nicht nur das, weil die BVG auch einfach sich billige Fahrzeuge kauft statt qualitativ gute. Ich meine, wir mussten unsere Fahrzeuge verkaufen, um unseren Slogan zu halten, ja? Ja, aber dafür kriegen wir auch ordentlich Kohle. Ja, wir verdienen natürlich. Wir gewinnen Ausschreibungen. Jetzt kommt wieder Herr Lüttmann. Ah ja, redet euch das weiter ein. Hat Florian Kalle da eigentlich recht gehabt, dass die NGCs um die 400.000 kosten? Green? Wer hat das gesagt? Florian Kalle. Wann? In seinem Video, wo er deine Repaint vorgestellt hat. Ich habe das Video noch gar nicht richtig geguckt. Ich habe nur geguckt, ob er meinen Repaint genommen hat. Ja, ich habe kein WLAN momentan, immer noch. Richtiger Fame-Typ hier. Ich? Ja. Ja, richtig geil auf Fame. Schnauze, du. Ja, du. Dummer Hen. Dummer Nee. Dummer Nee. Dumme Nudel. Dumme Nudel. Du dumme Pasta-Snack, hier ist eine Sahnesoße. Ja, das steht hier gerade zufällig. Apropos, ich muss gleich einkaufen gehen. Milch. Essen. Essen. So, essen, Green Park, alte Wunsch. Ja, da bin ich gerade durch. Ah, toll, jetzt bin ich 3 Minuten zu früh. Aber nur, weil wir jetzt nach Isarstraße fahren. Das
da ist jetzt der dritte auch mal versucht, ist und nicht den dünnen Schuss, den ich jetzt gleich erzählen werde, der schon das dritte Mal da war. Da ich euch auch gern ein drittes Mal nochmal. Ich habe. Lass es einfach! Lass es einfach! Das geht ich hab jetzt eigentlich vergessen, was ich sagen wollte. Genau. Ich habe ja seit heute einen neuen, oder wir haben einen neuen Vertrag, einen neuen Fernvertrag. Und, damit ihr nicht auf falsche Gedanken kommt, nein, wir sind keine Brüder. Nein. Weil du gerade sagtest, wir. Ich gehe auf die gleiche Schule, wie die meisten das denken. Ich gehe auf eine Hauptschule. Er hat nur die gleichen Interessen. Ja, und mögen den gleichen Betrieb. Genau. Und deswegen haben wir jetzt eine Glasfaserleitung und nicht mehr Glasfaserkabelpower, sondern Glasfaser. Und heißt jetzt Gigabyte Upload, heißt, ihr werdet es wahrscheinlich schon gesehen haben, die Videoqualität scheint jetzt um einiges besser zu sein, weil ich die Bitrate ein bisschen höher stellen konnte von 2500 auf 35.000 und ja, deswegen sind die Videos und die Streams jetzt definitiv hochauflösender. 60 FPS kann ich in der nächsten Zeit noch nicht versprechen, aber ich arbeite nicht dran und ja. So, und da ich den Dünnschiss auch vorhin schon mal erzählt habe, weiß ich jetzt genau, was ich zum Thema Bäume jetzt noch sagen will. Diese Bäume, die jetzt hier stehen an den Seiten, die will ich auch für Oldenburg benutzen. Heißt, ihr werdet definitiv Rheinhausen und XT benötigen, um die Karte Oldenburg später spielen zu können. Ich werde hauptsächlich darauf fahren. Das war klar. Welche würdest du am liebsten fahren? Die 308, 302 oder 313? 302 und 313, weil die bei mir vor der Tür fahren. So, ja. Und das fragst du an. Ich würde aber auch die N40 fahren, das ist gar keine Frage. Ja, super, geht's jetzt dann auch nochmal? Danke, dumme Tür. Alien habe ich ja auch schon genannt. Hä? Achso, ja. Isarstraße, Ampel. Ach, du bist an der Wartestraße, du Vogel. Ja. Da bist du aber 1,4 zu früh, wa? 2,5. Ja, super, super Müll. Hier schon haben. EN16. Ja. 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 Wartestraße. Wartestraße. Sag mal. Was? Wollen die hier jetzt alle mit oder was? Anstatt dass die das Stück da zur Havelstraße laufen, ey. Weißt du, was besser gepasst hätte statt GN? Guten und Tag. GN. Ein normaler Fahrschein, bitte. Ja. Gelenkniederflur und Solo-Niederflur. Danke. Bitteschön. Schwul. Schwul, wo bist du gerade? Wartestraße. Ah, oh, ich stehe noch. Gönn mir meine Pause. Ja, ich fahre mit einer Minute Verfrühung ab. Ich bin ein E-Wagen. Ich warte noch auf 05 vielleicht. Ja, genau, moin. Was ich so geändert hat, seit dem letzten Update, ist einfach nur, dass es jetzt auch hier eine kleine Matrix gibt. Moment, muss man nicht jetzt antworten. Moment.
Wenn ich jetzt Pech habe, ist mein Kater gerade geflüchtet. So, ich mal eben kurz hier anhalten musste. Meine Mutter musste mich mal eben rufen mitten in der Aufnahme. Neiße Straße. Einkaufszentrum oder Straße? Da stehe ich gerade. Ja, toll. Müll. 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 Ich hoffe einfach nur, dass diese Aufnahme, die ich jetzt hier mache, nicht schon wieder mit Müll ist. Mit Müll. Mit Müll. Das wäre nämlich mega scheiße, dann würde ich das gleich lassen. Dann hätte ich jetzt beim dritten Aufnahmeversuch gesagt, nee. Das Video kommt nicht raus. Havelstraße. Ja, das wäre echt bitter, bitter schade. Havelstraße. Ah, super, ich hab Brot. Super, super. Ich hab die Solo mal eben hochgemacht. Ach komm, mach grün. Grün. Ja, der Spiegel ist total scheiße eingestellt. Seid ihr? Ja, bin's gar nicht. Alter, was ist denn hier los, Mann? Das macht doch mal grün hier. Ist ja nicht auszuhalten. So, Endhaltestelle erreicht. Dann hab ich auf dem letzten Meter noch überholt, ey. Guck mal, ich stehe hier immer noch. Ich stehe jetzt hier seit fast 2 Minuten. Cool. So. Dann würde ich sagen, die Matrix funktioniert nicht. Und danke fürs Zuschauen, fürs Einschalten. Bewerten und kommentieren nicht vergessen. Nicht vergessen. Wenn ihr wollt, lasst doch gerne ein Abo da, wenn ihr nichts mehr von mir verpassen wollt. Hier wird irgendwie viel gezeigt von vielen OMSI-Karten. Viele Fahrzeuge werden hier gezeigt, sind da sehr abwechslungsreich. Ich werde auch mal versuchen, irgendwie Euro Truck Simulator 2 aufzunehmen oder Train Simulator, wenn die Aufnahmen dann nicht abkacken. Und ja, dann würde ich sagen, tschüss LKW, verpiss dich bitte aus meiner Aufnahme, danke. Bis zum nächsten Mal und ich überlasse mal das nächste Wort. Bei mir funktioniert der Hardcore nicht. Super! Das war ein super letztes Wort. Ach ja, abonniert auch gerne den Christo gerne. Video und Kanal werden unten verlinkt. Fahrt endet. Ja, Fahrt endet. So, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.